Ja, außerplanmäßig noch ein Vlog betrifft wieder einen traurigen Fall. Nicht jemand, den ich persönlich kenne, aber den ich doch in der Games-Branche schätze oder der mit ein Grund ist, warum ich den Weg gegangen bin, den ich gegangen bin. Und zwar habe ich vorhin auf Facebook gelesen, erst auf der Seite von Joachim Hesse, der ja mittlerweile, also der viele, viele Jahre in der Games-Branche schon ist, der die PC-Action mitgeprägt hat, für mich zusammen mit Harald Frenkel vor allem. Und der jetzt bei Gronkh arbeitet, dass Henry Ernst verstorben ist, GamePro-Redakteur gewesen früher. Und Henry Ernst war vor allem so zu Zeiten der PS2, wie die ihre Hochzeit hatte, bei der GamePro durch seinen Testcheck berühmt, wo er schlechte Games von Midas und sowas durch den Kakao gezogen hat. Und war ein Humor, der mich sehr geprägt hat und war mit seinen Artikeln und der Leidenschaft für Games neben Kai Schmidt zusammen, damals von der GamePro, einer der Redakteure, die mich geprägt haben, dass ich die Leidenschaft fürs Game nicht verloren habe. Ich habe zu der Zeit ja studiert und habe nicht so viel Zeit für Games gehabt und auch nicht so viel Geld gehabt und musste immer gucken, was ich mir hole. Und schon damals hat mein Faible, was ich auch heute noch habe für trashige Sachen, wurde halt mitgeprägt, auch von der GamePro. Also ich erinnere mich an einen Test von He-Man, Defenders of Grayskull hieß das, glaube ich. Das ist ein richtig schlechtes Spiel, weil ich mir dann irgendwie für 20 Euro geholt habe beim Saturn in Frankfurt. Oder Underworld, das Spiel zum Film, das richtig schlecht war. Aber das war doch ein Redakteur, der mich mitgeprägt hat und der, sage ich mal, in der schwierigen Phase zwischen Jugendlicher, wo man sowieso für Games brennt ohne Ende und dann in die Adoleszenz kommt und dann eben irgendwann auch im Studium ist, ein Student ist und arbeitet nebenbei und sonst dann in diese Phase geht, wo man quasi die Liebe fürs Gaming verlieren kann. Ich habe ja damals noch nichts mit Games studiert. Das aufrechterhalten, also sowohl die PC Action als auch die GamePro waren so die Magazine, die mich viele Jahre an Games gehalten haben. Und da hat Henry Ernst einen großen, großen Teil zu beigetragen. Man kann auf YouTube noch seine Testchecks sehen, die sind alle großartig. Ich werde in das Video, in den unten den Nachruf der GamePro auf Henry Ernst veröffentlichen und werde auch einen Testcheck oder einen meiner Lieblingstestchecks und einen Testcheck-Marathon mit allen Testchecks von Henry Ernst verlinken. Traurige Nachricht. Bringt einen wieder, der Mann war jetzt 44 Jahre alt, das ist halt kein Alter. Ich weiß nicht, was war. Das geht einen auch nichts an. Das ist Sache der Familie. Aber ist sowas wie, mir ging es schon mit Harald Frenkel so, der auch an Depressionen leidet, wo ich dachte, bitte, 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 aber dem geht es zum Glück wieder etwas besser. Der wohnt auch gar nicht weit weg von hier. Aber es zeigt wieder, wie sinnlos es ist, oder wie schnell was vorbei sein kann. Also 44, das ist halt. Und wenn man Kommentare liest auf Facebook unter Jo Hesses Kommentar oder unter Jo Hesses Beitrag, wie, ja, wir wollten uns immer mal wieder in Berlin treffen und hat nicht funktioniert und ja, jetzt kann man ihn nicht mehr treffen, den Henry. Und das zeigt einem einfach, wenn man die Chance hat, jemanden zu sehen, wenn man die Chance hat, was mit Kumpels oder so zu machen, die man länger nicht gesehen hat oder so, sollte man sie nutzen. Man weiß nie, was im Leben passiert und auch was
Streit angeht und sowas, man sollte echt nicht sowas in dich reinfressen, man sollte echt nicht zu lange, also irgendwas tun, was man bereut, weil ich meine, ich habe das jetzt das zweite Mal die Woche erlebt. Es kann halt schnell vorbei sein, es kann sehr, sehr schnell vorbei sein, es kann einen kaputt machen. Und man fragt sich dann immer, Scheiße, hätte ich nicht doch nochmal mit der Person geredet oder nicht doch nochmal oder hätte ich den Streit nicht lieber beigelegt. Deswegen lasst uns alle ein bisschen freundlicher zueinander sein. Lasst uns alle, auch wenn jemand Scheiße gebaut hat oder sowas, verzeiht ihm. Wenn ihr Freunde habt, die ihr lange nicht gesehen habt, wo ihr denkt, die wollte ich immer mal wieder treffen, meldet euch mal bei denen. Ist was, was mich wieder sehr zum Nachdenken bringt. Nicht negativ, aber über das Leben und wie wir unser Leben gestalten sollten und dass diese ganzen kleinen Streitereien und auch großen Streitereien, also dass alles das eigentlich so sinnlos ist, wenn man betrachtet, wie schnell es vorbei sein kann und dass die ganze Aufregung und der ganze Ärger, den man fühlt, keinen Sinn macht, sondern eigentlich man versuchen sollte, miteinander klarzukommen, weil man nie weiß, wie lange der Mensch noch da ist und wie lange man ihn noch sagen kann, was man möchte oder was man denkt. Oder eben noch mal treffen kann, noch mal was mit ihm machen kann oder so. Ja. Wie gesagt, in den Kommentaren, nicht in den Kommentaren, sondern unter dem Video. In der Info findet ihr den Nachruf, findet ihr die YouTube-Links und ich wünsche der Familie alle Kraft. Die können sie gebrauchen. Und lasst uns alle einfach ein bisschen solche Sachen zum Anlass nehmen, nachzudenken und anders miteinander umzugehen und die Sachen zu nutzen. Ja, mehr fällt mir gerade nicht ein. Dann seid behütet und macht's gut.